präsentiert von photoshoppodcast.de, Ihr Profi-Cast für digitale Bildbearbeitung. Wer hätte das gedacht? Um Zerborstenes, Gebrochenes, Zermalmtes, Splitter oder Bruchstücke darzustellen, brauchen Sie nur ein Stückchen Zucker. Anhand dieses Bildes möchte ich Ihnen mal zeigen, wie man Splitter und Bruchstücke, wie man die am besten in ein Bild integrieren kann. Wenn Sie sich das mal anschauen, auch mal aus der Nähe anschauen, dann sehen Sie, dass es einfach ein Stück Zucker ist, das ich auf einem dunklen Stück Pappe fotografiert habe. Pappe funktioniert, Sie sollten allerdings darauf achten, dass die wirklich schwarz ist und nicht irgendwie grau. Denn grau ist der Zucker ja im Prinzip selber, wie man hier sieht. Das ist kein reines Weiß mehr, da sind schon viele dunkle Tonwerte drin. Also das sollte schon relativ dunkel sein, diese Pappe, dann wird das Ganze beleuchtet. In diesem Fall war es, um die Tonalität des Zuckers ein bisschen zu bewahren, eine weiche Lichtquelle, keine harte Lichtquelle, weil ich ja eben auch die etwas dunkleren Tonwerte haben wollte. Und die Frage ist jetzt, wie kriegt man das hin, dass die dunklen Tonwerte verschwinden und bloß der Zucker übrig bleibt? Dazu werfen wir mal einen Blick in die Ebenen. Da ist hier der Tower mit all seinen Ebenen. Den brauchen Sie nicht unbedingt zu verändern. Also Sie können mal einen Blick reinwerfen, wie es aussieht. Tower, sein Schatten, die Spiegelung Front, die Spiegelung Seite. Und darüber liegt dieser Zucker, darunter liegt die Landschaft, darunter wiederum der Hintergrund, aber der ist nicht bildwichtig. Es geht uns um diesen Zucker. Wenn ich die dunklen Tonwerte entfernen möchte, gibt es die Möglichkeit über Ebenen, Ebenenstil, die Fülloptionen aufzurufen. Und da geht jetzt diese Riesenbox auf, die uns leider fast hier die Sicht raubt. Ich werde das alles ein bisschen auf die Seite schieben, denn was wir brauchen, ist lediglich diese eine Skala, die im Moment für den Farbbereich Grau eingestellt ist, aber natürlich auch für Rot, Grün oder Blau separat eingestellt werden kann. Wir bleiben bei Grau, da hier sich in diesem Schwarz die Tonwerte relativ ähnlich sind und es sind nicht besonders viele Tonwerte drin, die können wir auch nicht unbedingt brauchen. So, jetzt fange ich an, den schwarzen Hintergrund zu entfernen, dadurch, dass ich diesen gesamten Regler nach oben schiebe. Und Sie sehen schon beim Tonwert von 32 sind über 95% des Schwarzen weg. Das ist schon ganz gut. Wenn wir jetzt aber weitermachen würden, dann würden wir auch die schwarzen Randpixel entfernen. Das haben wir ganz gern, aber irgendwann fangen wir auch an, den Zucker zu entfernen. Der löst sich sozusagen auf, nicht das, was wir wollen. Also gehe ich zurück auf meinen Tonwert hier von 32 und versuche jetzt den Rest anders zu entfernen. Das mache ich dadurch, dass ich die Alt-Taste drücke und den Regler weiter nach rechts ziehe. Und jetzt sehen Sie, dass ich hier einen weichen Übergang schaffe. Genau den möchte ich haben. Und wenn man das Ganze mal rein rechnerisch betrachtet, dann sieht man, dass der Tonwert 0 bis 32 komplett weg ist. Von den Tonwerten 32 bis 141 habe ich einen sanften Übergang geschaffen. Und erst ab dem Tonwert 141 bis 255 sind sämtliche Tonwerte wieder vorhanden. Das könnte man jetzt natürlich auch von dieser Seite noch betrachten. Das Ganze so lösen wir die hohen Tonwerte auf, aber die wollen wir ja gerade behalten. Also bleibt natürlich der Regler hier bei 255 stehen. So, ich ziehe das wieder ganz rein, bestätige diesen Dialog und möchte jetzt logischerweise meine Zuckerstücke hier ein bisschen aufhellen, denn das Licht kommt von dieser Seite. Wenn das Licht von rechts kommt, so wie hier, und ich möchte einfach meine Zuckerstücke etwas mit dem Abwedlerwerkzeug behandeln, ich übertreibe das mal hier richtig doll, dann passen Sie auf, was passiert. Es passiert Folgendes, ich mache das zwar, aber natürlich helle ich das Schwarz auch auf und damit kommt irgendwann, wie Sie sehen, das Schwarz wieder ins Spiel und löscht mir hier all das weg, was ich gerne haben möchte. Das soll auf keinen Fall passieren. Deswegen müssen wir hier zurückgehen über STRG-Z. Über ALT-STRG-Z können Sie mehrere Schritte sogar zurückgehen. Und müssen das auf eine andere Art und Weise probieren. Am sinnvollsten ist es, vorher eine andere Ebene anzulegen, um sich dieser schwarzen Hintergründe hier komplett zu entledigen. Also lege ich hier eine neue Ebene an, nenne auch diese Ebene Zucker und verbinde sie mit der darunterliegenden zu einer. So, und jetzt sehen Sie auch schon, dass hier in diesem Ebenen-Icon kein schwarzer Hintergrund mehr zu sehen ist. Jetzt können Sie ganz wunderbar und bequem das Abwedlerwerkzeug nehmen. Vielleicht nicht gerade die Lichter, sondern die Mitteltöne aufhellen. Und das Ganze wohl auch lieber etwas aus der Nähe als aus der Ferne. Dann sehen Sie nämlich, was Sie tun. Ich klappe mal die Ebenen wieder weg. Und jetzt können wir hier ganz bequem Licht ins Dunkel bringen. Vorsicht übrigens, wenn Sie zu sehr in diese Ecke hier gehen. Hier dürfen Sie nicht zu sehr aufhellen, denn wenn Sie das tun, dann werden Sie sehen, dass sich der Zucker nicht mehr vom Hintergrund abhebt, denn der Hintergrund ist meines Erachtens schon sehr, sehr hell. Das darf er auch sein, da darf sich die Sonne ja drin spiegeln. Ich messe das mal nach mit der Pipette und der Information, gehe hier rein und Sie sehen es, hier oben im Bereich RGB haben wir sämtliche drei Kanäle auf Hochtouren, nämlich auf 255 und damit ein reines Weiß. Wenn wir also diesen Zucker hier zu stark aufhellen, dann haben wir weißen Zucker vor weißem Grund und damit wird er unsichtbar.
Aber die Bruchstücke sind gut erkennbar. Man könnte sie jetzt auf der linken Seite noch ein bisschen abdunkeln mit dem Nachbelichterwerkzeug, muss aber nicht unbedingt sein. Hauptsache die Lichtrichtung stimmt und man sieht hier, wo die Zuckerstücke herkommen. Des Weiteren könnte man den Zucker natürlich noch verfeinern, beispielsweise diese Kante ein bisschen aufhellen. Ich zeige Ihnen mal wie. Etwa so, dann fahre ich hier drüber, dann wird auch das der Lichtsituation angemessener aussehen. Aber im Großen und Ganzen sieht es gut aus, vielleicht noch einen kleinen Schatten und fertig ist die Situation mit den Splittern.